Ich halte hier jetzt ein Dokument aus der Blütezeit der Hanse in der Hand. Es ist eine Urkunde vom Jahr 1367, zu der Zeit also, als die Hanse ihren Aufstieg nicht nur begonnen hatte, sondern eben schon europaweit in Nordeuropa eine bedeutende Macht geworden war. Auch diese Urkunde ist wieder eine Pergamenturkunde und wie die eben gezeigte von 1360 hat auch die einen Kerbschnitt hier unten. Das heißt, auch diese Urkunde ist damals mehrfach angefertigt worden für verschiedene Interessenten, die sozusagen eine Kopie dieser Urkunde haben wollten. Denn es ging darum, Krieg zu führen. 1367 lag die Hanse und die Hansestädte in Streit mit dem dänischen König Waldemar IV. Waldemar IV. Hatte Gotland überfallen. Gotland war Teil der Hanse. Und nun führte man seit etwa 1361 Krieg gegen Dänemark, gegen das Königreich. Hier verbünden sich verschiedene Hansestädte, inklusive auch Köln, denn da fand diese Versammlung der Hansestädte statt gegen den dänischen König und beschließen, Krieg gegen ihn zu führen. Und es wird geregelt, wie dieser Krieg finanziert werden soll. Nämlich, wie finanziert man so etwas durch eine Steuer? Das ist nicht anders als heute. Damals hieß das Pfundzoll auf ein- und ausgehende Waren. Dadurch sollte dieser Krieg finanziert werden, der auch letztendlich glücklich ausging. Diese sogenannte Kölner Konföderation, dieses Ereignis, wie dieses Bündnis hieß, was hier mit dieser Urkunde etabliert wurde, hat erfolgreich gegen Dänemark, gegen Waldemar gekämpft, der dann kapitulieren musste. Das war zu Anfang gar nicht absehbar, denn seitdem der Krieg 1361 begonnen hatte, war es zu einigen Missgeschicken und schlechten Kriegsverläufen auch für die Lübecker gekommen. Ein Lübecker Bürgermeister, Johann Wittenburg, verlor 1363 hier in Lübeck sein Leben. Er wurde hier auf dem Marktplatz enthauptet, weil er die Flotte gegen die Dänen geführt hatte. Aber ein Teil der Flotte war dabei zerstört worden. Und als er nach Lübeck kam, wurde er verurteilt. Nicht nur deswegen, er hatte auch noch anderes, was den Lübecker Ratsherren nicht gefiel und wurde dann hier auf dem Rathausmarkt enthauptet.